So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ranch Simulator. In der letzten Folge haben wir unseren Premium-Hühnerstall fertiggestellt und haben uns dann noch ein Hahn und drei Hühner gekauft und die sind wie die Gubbis gewesen. Dort ist das Prachtexemplar. Achso, na gut, ich könnte natürlich auch hier noch einen Zaun bauen. Moment. Moment. Futtertrog. Okay. So. Oh Gottes Willen. Ich muss das so. So, ne? Ist das gerade? So, ja, ich muss jetzt gar nicht randocken. So. Was ist denn das für eine Steuerung wegen? Das macht mich gerade voll fertig. Dass es nicht mittig ist. Also, oder warte, muss ich das drehen einmal? Nee. Ich möchte, dass es hier rangedockt wird. Und nicht so. Oh, ach so. Es ist gerade. Es sieht gerade aus, ne? Ja, okay. So. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert, der Spaß hier. Jetzt muss ich halt nur gucken. Kann ich auch kleinere Holzzäune bauen? Zu groß, ne? Obwohl, das brauche ich ja schon. Aber dann passt es ja mit dem Holzzaun nicht. Oh, ich bin total verzweifelt. Ja, wenn diese doofen Futtertröge. Tröge. Nimmt das hier, ne? Ja. Zement 365. Das könnte ich mir natürlich auch irgendwann mal bauen, ne? Wenn ich mal so ganz viel Lust habe. Aber das ist doch dann eher was für Pferde, ne? Die Scheunenbox. Also Kühe, die sind ja in keiner Scheune untergebracht. Die sind ja immer, ich weiß jetzt nicht den korrekten Begriff, aber die sind ja. Oh, das macht mich gerade ein kleines bisschen fertig, ne? Dass es nicht passt. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich weiß, wir hatten eigentlich was anderes vor, aber ich bin jetzt gerade so voll in diesen. Ich möchte. Ach nee, jetzt habe ich wieder den Holzzaun. Bauen. Holzzaun. Kann ich das dann. Oder? Ja, ich glaube, das ist zu. Zu. Moment, warte mal, vielleicht ist da auch meine. Nee, 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 meine Luftmatratze im Weg. Nee, ich will keinen neuen Holzzaun. Ich möchte mal. Holzzaun, ich meine Holztor. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt drehen wir das einfach mal so. Dürfen die doch genau gar nicht dort reinkommen. Genau. So, jetzt habe ich ja, ich habe schon vorgesorgt, ich wusste, dass ich das machen werde. Deswegen habe ich extra so viele Baumstämme geholt. Ja, genau, das wollte ich gerade machen. Das war gerade meine Mission. So, ihr einschalten. Jetzt ist das verkehrt, verdammt. Damit ich nämlich noch genau diese Holzzäune dort anbringen kann. Deswegen. Habe ich letzte Folge nur so getan, als wäre ich überfordert mit der Gesamtsituation.
Also der letzte, ja. Hallo. Obwohl, ich glaube, das waren noch vier Holzpalken, Holzplanken, die ich brauche, ne? Naja, mal gucken, wie viel wir jetzt von diesen Holz-Sachen bekommen. Okay, eine. Zwei. Ah, da liegt noch ein Holz. Ein Holzstamm. Baumstamm. Kann ich das Fenster aufmachen? Kann ich überhaupt was aufmachen, wenn ich einen Baumstamm trage? Ja, okay. Ei, hab ich noch angehabt. So. Gut, dann werde ich in der nächsten Folge dann mal hier diesen Holzhorn weiter fertigstellen. Und jetzt geben wir uns mal hier richtig die Kante beim Tanken. Und dann würde ich auch mal erstmal nicht hier gegenfahren wollen. Das wäre sehr gut von mir. Und dann würde ich trotzdem mal gucken, weil bei dem Laden dort oben war das schon immer das Haus. War das schon immer dort? Weil es wäre mir da aufgefallen, dieser schwarze Fleck. Eigentlich würde ich behaupten, dass ich so viel Aufmerksamkeit besitze. So, wir müssen erstmal in die andere Richtung und dann verschwenden wir unseren Sprit in die andere Richtung wieder. Das ist natürlich sehr toll. Und dann müsste ich halt mal wieder jagen gehen. Damit ich wieder Money reinkriege. Jetzt fahre ich noch auf. Oder? Fahre ich richtig rum? Also würde mich mal interessieren, wie viel Liter der pro Kilometer verbraucht. Wie kann man denn, also wie die letzten Assi verlassen, die hier die Tankstelle, kann ich, ich würde ich am liebsten hier reindingsen. Und der Reifen hier. Braucht jemand von euch noch, was wird denn das wahrscheinlich sein, ein Winterreifen? Ja, du vom Profil dürftest ein, obwohl, okay, du brauchst wahrscheinlich bei dem Gelände sowieso solches Profil. Aber wenn jemand hier noch einen Reifen braucht, hier wäre einer zum Abholen. So, zum Beispiel wäre es auch voll cool, wenn man dann hier irgendwelche, keine Ahnung, Wanderer oder Touristen, weil es hier auch so viel zu sehen gibt, einfach hier sitzen sehen würde mit so ihrem, ne, Pausenbrot hier. Das wäre halt schon voll cool. Ich meine, wer kriegt denn eigentlich mein ganzes Geld, wenn das hier total verlassen ist? Come in, we're open. Ja, wer ist wir? There is nothing open here. Because I can't open the door. Aber Hauptsache Amerika-Flagge, ganz groß. So, jetzt haben wir hier noch ein... Was ist denn das für eine... Das ist doch nicht seriös. Und hier diese ganzen Fässer. Und hier noch Eis. Ja, Eis. T65280 US. Was ist das? Ich konnte mich doch jetzt auch mit C. Irgendwas mit Age? Sieht ja aus wie ein Golf, ne? Ich glaube, das sollte wahrscheinlich auch ein Golf darstellen. So einen ganz alten Golf. Und hier ist noch ein zweiter Reifen. Ne, sogar noch ein dritter Reifen. Also wenn jemand hier irgendwas braucht und kein Geld aktuell hat, hier kann man sich das holen. Und zum Beispiel hier wäre das auch cool. Wer wohnt hier da in dem Traveler? So, guck mal, wie versüfft das aussieht. Also, ich weiß nicht. Was steht hier? Private staff only beyond this point. Ist das eine Person? Nee. Hä? Oder war es nur das hier? Habe ich gerade. Moment. Wie heißt das? Nicht philosophieren, einbilden. Ich habe vergessen, wie das Wort heißt. Nein, ich dachte, da wäre gerade eine Person am Spawn und das Wappen. Ich habe mich schon voll gefreut. Halluzinieren war das Wort, was ich gesucht habe. So, jetzt wollen wir erstmal tanken gehen. Na, wir haben jetzt hier genug rumgeguckt. Ja, genau. Ich bin nicht besser als wie die... Och, Mensch. Kriege ich das heute hin? Oder bin ich so doof dafür? So. Bitte. Oh, mein Auge. Es tränt jetzt schon.
Ach so, das war's schon. Okay, dann war's gar nicht so schlimm. Ich meine, aktuell bezahlt man für Super 1,79 bei uns. Ist schon echt, ja, echt traurig. Vor allen Dingen, dann freut man sich, wenn man für 1, keine Ahnung, 68 tanken kann. Und vor einem Jahr war man froh, wenn man für 1,40 oder für 1,30 tanken konnte. Ja. Aber ich muss sagen, wenn man älter wird und ein Auto hat, dann freut man sich. Ich muss sagen, über Tankgutscheine als Geschenk freue ich mich mehr als über jedes andere Geschenk. Weil ich einfach weiß, wie teuer tanken ist. Und ich muss sagen, wo ich dann, keine Ahnung, noch relativ jung gewesen bin und dann hat man sich halt solche Tankgutscheine geschenkt. Und dann habe ich immer gewundert, ja, warum freut ihr euch denn so? Wer schenkt denn schon Tankgutscheine? Das ist doch gar kein richtiges Geschenk. Und je älter man wird und wenn man das erste Auto hat und dann immer ein paar Taschentücher, Packungen im Vorderraum hat, um die Tränchen zu trocknen, da weiß man es zu schätzen, wenn man einen Tankgutschein, auch wenn es nur 25 Euro ist, kein Ding, ich nehme alles. Also ich sage mal so, wenn man mir was schenken möchte, dann am besten immer Tankgutscheine. Und bin ich jetzt hier richtig? Ich bin. Ja, ich bin hier richtig. Mein Gott! Ich habe den Weg schon intus. So. Tada. So, jetzt hole ich mal kurz mein Getreide ab. Nicht, dass noch irgendein Dulli hier mein Getreide haben möchte. So. Nummer 2. So, jetzt parken wir noch ordentlich. Nein, wir parken hier noch ordentlich. Also, so ordentlich, wie es mit dem Auto geht. Ich muss sagen, ich glaube, in solchen Autorennspielen und beziehungsweise in diesen Open-World-Rennspielen, ich habe es immer geliebt, einzuparken. Ich weiß nicht warum, aber einparken, das hat mir immer diesen Kick gegeben. So. 5000 Sie! 5000 für. 18 dollars, 70, 75, 18, 18, 28 and a quarter. Das ist schön. Aber ich habe doch gar nicht so viel Geld, da muss ich doch 10.000 Dollar haben. Das ist schön. Heißen verkaufen. Ach so. Ich will nur mal gucken, was es so für Pferde gibt. Das ist schön. Das ist auch schön. Also ich würde am liebsten so eins. Und das ist auch schön. Gott, ich werde arm. Ich glaube, der hätte eine Rapper-Karriere anfangen können. Kann man eigentlich selber dann Pferde züchten? An der Gesundheit null. Das ist ein schönes Pferd. Das ist auch schön. Oh, das ist auch so schön. Okay. Warum kann ich denn kein. Achso, hab ich nur 64 Dollar? Wo ist mein ganzes Geld hin? Hätte ich doch noch 310 Dollar, als ich meine Hühner gekauft habe. Und wo ist jetzt mein. Oh nein. Das mit. Erstmal vor Schreck speichern. Wo. Muss ich jetzt den ganzen Weg dorthin rennen, um ein Auto zu holen? Ist das jetzt der Ernst? Ist das jetzt wirklich der Ernst? Na gut. Ich will wenigstens einmal im Spiel joggen gehen. Gottes Willen. Kann sie es nur noch um Stunden handeln? Ich kann ja mal kurz gucken, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, was es nochmal für Autos gibt. Weil ich glaube, ich kann mit meinem, selbst wenn ich mir jetzt irgendwas kaufen sollte. Der Aufzug ist immer noch kaputt, beziehungsweise gesperrt. Gibt es hier überhaupt eine zweite Etage? In der Tat gibt es. Kommt denn die dann hoch?
Haben die noch eine Tür? Was ist das denn? Das eine Trophäe sein? Also schon ja, aber was ist der Rest davon? Order your own dream house. Ja, da kann ich auch Sims spielen und dann einfach mein Haus hier mitbringen? Geht es auch? Ich glaube, das wäre sogar meine erste Idee, wenn ich mir jemals. Oh Gott. Ein Haus kaufen oder ein Haus bauen würde. Ich würde das einfach mal bei Sims nachbauen, dann zu meinem Architekten des Vertrauens oder zu meinem Hausbauer des Vertrauens, wie auch immer der heißt, gehen und sagen, das einmal zum Mitnehmen, bitte. Und was mich hier ein bisschen triggert, ist einfach, dass die Ordner falsch herumstehen. Das ist nicht richtig. Und das ist mir alles so. Ein paar Pflanzen. Habt ihr ein paar Pflanzen? Nein. Ja. Deswegen sieht es so traurig aus. Ein bisschen mehr Dekoration, Pflanzen hier, keine Ahnung, irgendein Ständer hin mit dem Unternehmensbild. Und wie kommen denn die hier hoch? Wenn es hier keine Tür gibt, die nach oben führt. Hier gibt es ein paar Zeitschriften, keine Ahnung. Hier noch ein Tisch mit einer Pflanze oder irgend so einem Wasserspender, weil man wird ja wahrscheinlich auch hier lange brauchen, mal bei einem Autoverkauf oder bei einem Autokauf. Okay, so. Ich spreche eine Verkäuferin. Ja, okay. Ach ja, auf Wiedersehen. Ja, ich möchte nicht mit euch reden. Oh, Schallplatte. Genommen. Ist das ein Easter Egg mit den Schallplatten? Ah, da kommt ein Hirsch. Also ich kann zwei Schweine mit meinem. Ja, genau, hier, ne? Dann lacht einer noch ins Gesicht, weil er denkt, du kannst mich nicht schießen. Nutzfahrzeug. Ich kann zwei Schweine. Pickup kann ich. Wie kriege ich denn die da rein? Oder muss ich mir noch. Ich muss mir noch einen Anhänger kaufen, oder? Bestimmt. Pickup. Kann ich den nicht. Ich möchte den einfach mal von jeder Seite sehen. Kann ich den. Ich will den mal angucken, wie der aussieht. Quad braucht kein Mensch. Pickup ist auch. Kleiner Lastwagen. Oh Gott, die Limousine brauche ich auch nicht. Geländewagen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit für diesen Spaß. Ich muss hier erstmal meinen Lebensunterhalt, meinen Reichtum häufen und dann kann ich mich hier um irgendeine Limousine kümmern. Und ich glaube, hier konnte man ja dann sein Auto. Da ist er. Sein Auto färben. Gut. Alles klar. Das ist toll. Das freut mich. Ich hoffe, meine Hühner sind nicht verhungert. In der Zwischenzeit, wo ich weg war. Aber eigentlich ist so mein Ziel, mich wirklich nur noch von meiner Ranch zu ernähren, beziehungsweise mein Leben von der Range zu finanzieren, weil Jagen ist halt, ja, ist halt Jagen, ne? Ich keine Ahnung. Man braucht voll viel Sprit, um irgendwelche Bären oder Wölfe oder Hirsche zu finden. Dann rennen die weg, dann verschießt man, keine Ahnung, fünf Patronen, muss nachladen. Dann kriegt man nur drei Fleisch. Das drei Fleisch ist immer noch meine Meinung, jetzt nicht so viel wert, finde ich persönlich, in dem Spiel. Ich meine, das Einzige, was für mich am effizientesten ist, einfach der Bär. Den schießt er ein, dann kommt er dir entgegengerannt, dann kannst du es so abpassen mit den letzten drei Schüssen, dass er halt dann so schön vor deinem Fahrzeug verendet, so schlimm wie es klingt. Und dann hat man das schon erledigt. Dann sammelt man das ein, der Wolf, ja, der springt mir auch so viel rum. Und ich will mal kurz hier hochfahren. Ja, ich finde ja noch eine Schallplatte, aber ich bräuchte auch erstmal einen Schallplattenspieler, um meine Schallplatten mir anzuhören. Es wäre voll cool, wenn ich da mal irgendwas kaufen könnte. Barber and Clothes ist auch gesperrt. Ist das schon ein Teaser, was so als nächstes kommt, dass man seine Frisur ändern kann? Ist ja auch wieder alles abgesperrt. Wo komme ich denn dort oben hin? Dann gehen wir auch mal kurz gucken. Ich bin nämlich neugierig.
Vielleicht gibt es da noch eine Schallplatte. Da komme ich ja immer um den Berg herum. Komm, das schaffst du. Ich glaube ganz fest an dich. Wir haben noch ein Haus. Ei. Das ist sogar offen. Noch eine Schallplatte. Okay. Ist immer voll interessant. Und das war's wohl. Och Mensch. Das ist nur Holz. Das war's auch. Ah, es ist halt wahrscheinlich noch gut. Ob das jetzt, sag ich mal, unserem. Was war das? Nee, wir haben die Ranch von unserem Opa, oder? Oder was, Onkel? Wir hatten wir ja geerbt. Und wir hatten ja in der Truhe ja einen Revolver bzw. die Schusswaffe gefunden. Aber die Hütte wird wahrscheinlich nicht unserem Onkel, Großvater oder whatever gehört haben. Also hätten wir voll cool, wenn es noch irgendwelche Nebenstorys geben würde. Das würde ich eigentlich so voll feiern. Das wäre so richtig cool. Was ich auch cool finde, ich habe eine dritte Schallplatte gefunden. Ich weiß zwar nicht, was sie mir eines Tages bringen wird, außer eine wunderschöne Beschallung. Aber ich habe noch keinen Schallplattenspieler hier gefunden. Und was mich auch ein kleines bisschen, also nicht stört, aber was cool wäre, wenn man wirklich so ein Inventar hat, wo ich wirklich mal gucken kann, wie viele Schallplatten habe ich schon gesammelt, weil ich glaube, es waren ja drei. Also mindestens zwei. Da war ich wieder so ein Hirsch. Und ich denke mal, in der nächsten Folge war das sehr schlecht. Werden wir auf jeden Fall nochmal jagen gehen. Ich weiß nicht, ob ich das in eine Folge packe, weil das ist ja, wie gesagt, ein und dasselbe. Es ist ja jetzt nicht ganz so interessant. Außer es passiert halt irgendwas Lustiges oder ich sterbe, dann ist es natürlich lustig. Oder ich hau mein Nutzfahrzeug wieder so voll gegen den Baum. Und ich will mal kurz. So. Dumm, dumm. Obwohl, ich kann auch erstmal die Holz. Den Holzzaun. Hallo. Und auf den Boden schütten. Mein Gott, die machen ja voll viel Dreck. Warum haben die so viele Eier gelegt? Entfernen. Hallo. Habe ich was verhungert? Auch Leute. Ihr habt doch gar nicht so viel gegessen, dass ihr so viel Kot hinterlegen könnt. Und was sind denn meine Küken? Wie machen wir denn das jetzt? Sehe ich das eigentlich? Wie lange schlüpfen die? Wie ist das überhaupt? Wasser brauchen die eigentlich auch nochmal? Es sind ja, dass ich hier irgendwas einsammle und dann. Ja, hätte ich eigentlich einen Küken gehabt. Muss ich mal kurz gucken. Huhn. Genau, kosteneffizienten und erfolgreichen Einstieg. Genau, platziere einen Huhn in einem Stall. Ba, 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 ba. Meistens am Abend oder danach, wenn sich mindestens ein Huhn und ein Hahn im selben Stall befinden, wird das Huhn bald ein befruchtetes Ei legen. Mutterhühner passen gut auf ihre Eier auf, wenn du. Ah, das Ovoskops und durchläuft mein Eierkopf mit den. Ah, deswegen ist das Ovoskops so. Beißt mich jetzt jemand? Warum ist mein Huhn tot? Warum? Warum? Seid ihr Kannibale? Das kann auch gar nicht tot sein. Ich meine, klar, also essen, aber. Oh nein! Ich dachte mir so, haha, was für ein Bug, guck mal, wie das Huhn ist, dabei war das tot.
Also voll gemein. Stell dir vor, das war jetzt Mutter von einem befruchteten Ei und jetzt verkaufe ich das befruchtete Ei, weil es mich nicht mehr beißen kann. So. Ei, die fressen das ja voll. Oh Gott. Also Leute, ihr müsst euch das mal einteilen. Ich hab das wächst euch ja nicht. Also, ihr könnt mir doch jetzt nicht die Haare vom Kopf fressen. Das geht ja nicht. Nee, und ihr, das geht auch. Och, Leute, männlich. Jetzt kommen wieder hier rein. Und da, ey, rast. Och, nee, das kannst du knicken. Du kommst hier nicht raus. Ja, du auch nicht. Was mache ich denn jetzt damit? Oh Gott. Oh nein! Na gut, ich kann es verkaufen, ne? Ja, okay. Na gut. Oh nein. Oder kann ich das in die Kühlglocke? Boah, ey, nee. Oh, fressen die das jetzt? Ich gehe mal schlafen und dann gucken wir, ob die auch so viel essen. Gottes Willen. Was soll denn das? Das war nicht so abgemacht. So viel haben die doch gar nicht gegessen, meine drei Hühner. Wenn ich da einmal gekommen bin, alle 3 Tage in den Stall, da war dann noch die Hälfte da. Warum ist denn hier so immer so viel? Ich habe noch 61, nee, 64 oder 61 oder 64 Dollar. Ach, das ist nicht ein. Weh, ist wieder ein Hund tut. Ja, du brauchst gar nicht zu gucken, das kannst du dir abschminken hier. So, tschüss. Okay. Ja, gut. Da hat's halt das eine Huhn leider doch nicht überlebt. So viel zum Thema. Die kriegen einen Tag schon ohne mich rum. Ja. Gut, natürlich ein sehr trauriges Ende für die heutige Folge. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte hier mit einem vollen Erfolg rausgehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge, ich würde einfach sagen, wir bauen jetzt mal einen Holzzaun, dann tun wir die hier öffnen, also die Luke dort, und dann können die hier rausspazieren und alles vollmüllen. Und würde einfach mal sagen, wie viel habe ich denn noch? 22, ich müsste. Oh, obwohl, ich kann ja das Huhn und die Eier verkaufen. Dann habe ich ja wenigstens ein bisschen Geld und dann kann ich mir nochmal paar Bären schießen, die dann verkaufen, dann habe ich halt nochmal ein bisschen Dollar. Und dann muss ich halt gucken, wie wir es am besten machen. Weil zeitlich wird es ein bisschen schwierig werden, wenn ich hier meine Hühner mal gucken muss, dass sie sich hier von selbst umbringen. Obwohl, das sieht hier noch relativ gut aus. Ja, du brauchst gar nicht so gucken, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Was pickten die schon wieder rum? Die hat doch gar keinen Hunger. Was haben die auch noch? Ja. Ja, haben die auch noch genug. Da kaufe ich einfach mal von dem Bärenfleisch oder von den Hühnereiern und dem Huhnfleisch einfach nochmal 2 Getreidesäcke, damit die hier nicht eingehen, die armen kleinen Dinger. Ah, hier ist doch ein Ei. Man muss mal gucken, wie viel so ein Ovoskop. Ich habe ein rotes Ei. Ei! Ei, das ist ja, ich leg's hin. Hier, gut, tschüss. Jaha. Ei. Ja, nee. Trude, was sagst du dir? Aber, hey, ei. Eigentlich wäre mal so ein Tod lustig von dem Huhn, warte mal. Moment. Schlafen und speichert. So. Jetzt will ich mal gucken, kann ich speichern? Speichern. Sterben? Aber er kennt es nicht, man wird von einem Huhn gehackt, gepickt und dann blutet man da voll raus. Okay. Aber ey, warum bist du nicht so aggressiv? Ich gebe dir Essen. Frechheit. So wird es einem gedankt, ne? Naja, okay. Gut. So, auf jeden Fall, ich beende mal an dieser heutigen Folge, an dieser Stelle die heutige Folge, so rum wollte ich das sagen. Wie gesagt, wir werden dann mal gucken. Ist mir noch sauer auf mich? Ja, guck mal, wie die rennt. Guck. Hallo. Jetzt siehst du mich nicht nochmal. Aber ich muss doch rein. Ja. Oh.
Ich hab doch dein Huhn. So, jetzt reden wir mal Tacheles. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich muss hier rein, ich muss die Eier einsammeln, die unbe nee, du brauchst ja gar nicht hier rauszugucken. Die unbefruchtet sind. Damit ich euer Korn, euer Getreide kaufen kann. Ohne dieses Getreide wärst du wie deine Freundin dort in der Kühlbox. Und ihr wollt nicht in eurem eigenen Kot schlafen. Haben wir es verstanden, dass du nicht mehr mich hier angreist? Wir haben es jetzt wieder lieb, richtig? Bäh, ich sag's dir. Gut, wir haben es wieder lieb. Ja, die Ansprache hat geholfen. Gut, dann beende ich jetzt an dieser Stelle die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.